Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Dragon Ishin. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir sind im vorletzten Kapitel. Also das ist das letzte Kapitel, wo wir aktiv handeln. Und im 14. Kapitel, soweit ich mich belesen habe, also ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen, ich habe nur geguckt, wie viele Kapitel es sind. Und das 14. Kapitel ist sozusagen ein Epilog. Da wird dann halt ausführlich Story erzählt und nicht wirklich groß gespielt oder gehandelt. Deswegen würde ich sagen, fahren wir fort. Wir sollen uns zu Hause bei Haruka melden, solange ich noch Zeit habe. Aber ich kann sie nicht ansprechen, deswegen gucke ich mal, ob ich hier irgendwie mit ihr interagieren kann. Nee, auch nicht. Ich kann sie jetzt nicht gezielt ansprechen, das ist ja das Merkwürdige. Ich habe auch nebenbei ein bisschen Tugend ausgebaut, wo ich gekocht habe. Habe ich nochmal 10.000 Tugend bekommen. Habe hier den Innenraum ein bisschen ausgebaut. Acker ein bisschen verschnellert. Und so Kleinigkeiten halt. Ja gut, dann rufen wir uns halt aus. Ich weiß nicht. Schlafen. Ah, okay. Ja gut, wir haben ja eine sehr gute Bindung, also fehlt nicht mehr viel, dass es voll ist. Also haben wir noch eine zweite Verehrerin. Ja. Mal gucken, ob gleich was passiert oder ob wir gleich fortfahren können. おじさん、もう寝ちゃった？いや、起きてる。どうかしたのか？ううん、ちょっと寝つけなかっただけ。 あんなに眠かったのに、急に目が冴えちゃった。ねえ、おじさん。おじさんは、寂しくなることってある？ もちろんあるさ。家に帰った時に、遥かがいない時とかな。結構寂しく感じるもんだぞ。 そっか。<笑>だが、そう感じるようになったのも最近のことだ。以前は、寂しいということがどういうことかも、よく分かっていなかった。え？どういうこと？早いうちに両親を亡くして、俺にとって、 孤独は当たり前のものになっていたからだな。それを寂しいと感じることはなかった。いわば、孤独に慣れていたんだな、俺は。孤独になれる？ああ、今考えると、孤独で寂しい日々だったのかもしれない。だが、自分が孤独だということに、 あの頃の俺は、気づくこともできなかった。そっか。寂しいことも当たり前になると、自分が寂しいんだってことにも気づかなくなる。おじさんと出会わなかったら、私もそうなっていたのかもしれないね。さあ、どうだろうな。だが、お前と暮らしていく中で、 俺はそんな自分を変えることができた気がする。誰かが家にいる。待ってくれている人がいるってのは、いいもんだな。これが家族の温かみ、というやつか。家族？私が？ああ。少し変わった関係かもしれないが、 俺にとってお前は大事な家族だ。だからもし、お前が寂しい時や辛い時は、遠慮なく言ってくれ。俺にできることなら、いつでも力になってやる。まあ、何ができるのかは、正直、よくわからんがな。おじさん。ありがとう。
さ、そろそろ寝るか。どうだ？寝れそうか？うん。おやすみ、おじさん。おやすみ、はるか。Okay, wir hatten ein intimes Gespräch mit ihr. Aber ich kann immer noch nichts machen. Das ist interessant. Kann ich jetzt vielleicht mal was machen? Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Oder soll ich einfach vielleicht wieder zurückgehen? Wir gucken einfach mal. Aber in der Zeit will ich noch mal kurz abernten. Nein. Alles ernten, genau. Das, was schon erntbar ist. Okay, ich kann mit ihr nicht reden. Naja, dann gehen wir halt wieder zurück. Vielleicht können wir ja jetzt was machen. Genau, zurück zu Teradai-Herberge. Das ist gut. Also haben wir die Nebenaktivität sozusagen abgeschlossen. Und es ist wieder alles aufgebaut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können später im Spiel einfach hier weitermachen. Als ob nichts gewesen wäre. Das finde ich gut, dass sie alles so schnell aufgebaut haben. Aber so sind die Japaner ja. Kennt man ja. Ah, Hajime-san. Nakaoka-san, modotte kite masu. Nikai ya itte agete. Okay, dann gehen wir hoch. Hajime-san, soro soro odekake? Nakaoka-han, soko de mattoru yo. Mochousen shitorun yaro? Ja, ich wollte noch gucken, was sie zu sagen hat.戻ったか、龍馬。ああ、それで最後の方はどうだった？俺が予想した通りだったぜ。例の、ホトグラフを見せた途端、食いついてきやがった。あとは、桂がこの話に乗ってくれるかどうかにかかってる。確か桂については、東堂が幾松の店へ向かってたはずだ。そろそろ戻ってきてもいい頃だが。 怪しいな。その店行くぞ、龍馬。わかった。なんだ。 桂さんが来ると、イクマスさんから。東堂、何があったんだ。武田さんに見られちゃって。医者を呼んでくれ。はい。そんなことより、早く武田さんの口を塞がねえと。そうはいかない。今はお前の治療の方が先決だ。中岡、 あんたはすぐに新選組に行って土方に急いで、急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出ないと俺、近藤さんに会わせる顔が。東堂、武田さんは生松さんの店にいます。早く。分かった。 だからもう喋んな。よかった。死ぬ前に伝えられて。何バカなこと言ってるんだ。しっかりしろ東堂。捕虜、東堂を頼む。はい。中岡、俺は武田を追う。あんたは新選組に東堂のことを知らせてくれ。 Okay, ich sollte schnell sein. Es war ja irgendwie für mich klar, dass... Oh, hier ist eine Blutgleich-Lache. Es war ja klar, dass er
Also dass es halt rauskommt, dass er mit uns unter einer Decke steckt. Oh, muss ich jetzt echt mit denen kämpfen? Kann ich gar nicht gebrauchen. Oh, Sackgesicht. Ah! Aua! Immer die Wehrlosen angreifen, die auf dem Boden liegen. Immer am schlausten. Alle tot. Boah, hart. Das ist krass. So. Jetzt lasst mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für euch. Ich habe Wichtigeres zu erledigen. So wichtig, dass ich sogar kurz hier stehen bleibe, um etwas auf dem Boden aufzusammeln. Das kann ich auch noch aufheben. Zwei Lose nebeneinander. Da war jemand ganz schön blöd, das liegen zu lassen.何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助はお前らの患者やっちゅうことや。わしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。 取引したんや。あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥棒に。この前同和氏も五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもろた方がええ思うてな。長州だと。 お前ら、カズラとつながりあるみたいねえけ。わしと五番隊の連中、面倒見てもらえるよう、取り継いでもらえんやろか。武田、お前。それとも、平助みたいに、ここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか、好きな方を選べや。 やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するのは平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん。口封じのためじゃない。何の躊躇もなく。 お前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでもね。そうか、残念や。こないなところではあるほどの男、殺しとはないやけどな。あの井上源三郎を殺した銃へ、坂本龍馬って男のもろだな。 なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍学兵器の前で剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか。ならその銃も敵の一つというわけだ。一瞬や。勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。 いつでも見せろ。来い。
死んだらぜ、このボケや。Diesen Typen konnte ich noch nie leiden, also habe ich ja kein Problem, den umzubringen. Meinetwegen, komm doch. Oh. Alter! Naja, der hat zwar viel Leben, aber zum Glück greift er jetzt noch nicht so oft an. Zu meinem Vorteil. Dann kommt bestimmt wieder eine Quicktime-Event. Der macht aber auch gar nichts, ne? Der schießt kaum. Ist aber selber schuld, wenn er so feig ist, mit der Pistole oder mit zwei Pistolen zu schießen. Boah, hat er gut weggeflogen. Ah, von hinten habe ich den noch nicht einmal treffen können. Weiß nicht, ob es seine Aura ist. Oder ob ich so schlecht bin. Komm her. Noch einmal schwer getroffen. Der ist Geschichte. Da ist er weg. Das war jetzt kein schwerer Kampf für mich. Oh. Perfekt. Seine Waffe haben wir auch bekommen. お前ら何してるんだ。起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。
坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。Das Treffen mit dem falschen Sakamoto Ryoma herausgelockt. Was? Achso, mit dem der falsche Sakamoto Ryoma herausgelockt werden soll, findet morgen Abend in Sakoyama statt. Es ist noch Zeit, besser, ich bereite mich darauf vor, alles kann passieren. Ja, ich würde sagen, ich gehe gleich nochmal in die Stadt und kaufe mir Heilmittel und Essen ein. Nani?中の様子が落ち着いたら、うちが土間からのろしをあげます。打ち入りの時はそれを合図に。お前は大丈夫なのか？大丈夫やって、これくらいしかうちには協力できひんから。すまないお寮、助かるぞ。まだ明日の夜まで時間があるようやし、準備するなら今のうちにしててや。Ruhe dich auf dein gemütlichen Futon aus, lass dir Zeit verstreichen, so kannst du beginnen. Ja, wähle zu Oyama gehen, wenn du bereit bist. Okay, bin ich aber noch nicht. Wie gesagt, ich will noch so viel Essen wie möglich kaufen. Mit dem letzten Geld, was ich habe. Soll aber kein Problem sein, denke ich. Zur Not werden wir halt mehrmals sterben, bis das Spiel automatisch uns wieder vorschlägt, auf einfach zu spielen. Dann wird das halt so sein. So, wo gehe ich am besten hin? Geschäfte. Fischladen, Gemüsehändler, Arzneihändler. Oh, perfekt. Also der dritte Laden hier. Machen wir doch mal bei dem einkaufen. Hochklassige Allheilmittel. Ja. Das dürfte alles sein, was ich brauche. Was ich brauche oder haben will. Kann aber mal ganz kurz bei Fähigkeiten gucken. Ah, ich habe nur eine einzige Sphäre. Ob ich hier irgendwo was mit Leben bekomme? Ja, genau, hier. Perfekt. Ah, 19 Lose inzwischen. Das ist gut. Ja, dann gehen wir wieder direkt zurück. Ja, der will mir zwar auf die Fresse hauen, aber keine Zeit für euch. Aber ich würde sagen, bevor das jetzt hier wirklich zum großen Showdown kommt, der wird bestimmt ewig lange dauern, würde ich sagen, war es das schon mal für die Folge. Die ist zwar jetzt ein bisschen kürzer, aber da könnt ihr gespannt sein. Die nächsten Folgen werden bestimmt deutlich länger. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.